Liebe Zuschauer, jedes Jahr richten die evangelische und die katholische Kirche von Baden-Baden abwechselnd einen Wettbewerb für Kamera- und Schnittassistentinnen bzw. Assistenten des Südwestfunks aus. 1989 war die evangelische Kirche für den Wettbewerb verantwortlich. Er stand unter dem Titel Lieder der Freude. 4 Filme wurden mit einem Preis ausgezeichnet. Pfarrer Weißer wird Ihnen jetzt diese 4 preisgekrönten Filme vorstellen. Viel Spaß beim Zuschauen. Vielleicht erinnern Sie sich an andere Themen des Wettbewerbs, meine Damen und Herren. Im letzten Jahr zum Beispiel Spuren der Hoffnung, ein Jahr zuvor Ich suche die Stille oder auch einmal ein umweltpolitisches Thema, Adam, was machst du zur Verantwortung des Menschen für die Schöpfung? In Gesprächen mit Mitarbeitern des Südwestfunks und auch mit Assistenten, die am Wettbewerb teilnehmen wollen, wurde dann die Idee geboren, einmal ein musikalisches Thema zu stellen. Ein Musikstück, eine Melodie sollte das Thema des Wettbewerbs sein. Ich habe dann ein Musikstück ausgewählt. Ich werde nachher noch einiges dazu sagen, woher diese Musik kommt und wer sie spielt. Dieses musikalische Thema ist nun schuld daran, wenn Sie bei den folgenden Filmen immer wieder auch dieselbe Musik hören werden. Denn das war das Thema des Wettbewerbs Lieder der Freude. Sehen Sie nun einen Film, den die Jury mit dem 3. Preis ausgezeichnet hat.